Die Lubjanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau. Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommandobunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Berdikov ins Spiel. Berdikov ist seit fast 10 Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Yamantau geholfen und es wieder tun. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sam Solbelikov an den Apparat. Hallo, Belikov на трубке. Извините, я думал, что это посольство Сингапура. Wir sind fast bei den Tunneln. Hast du Zugang zum Bunker? Irgendein Problem gibt es immer. Löse es. Noch nicht. Ich weiß, dass du alles unter Kontrolle hast. Eins noch. Einer unserer Informanten in Ost-Berlin hat vor kurzem die Seiten gewechselt und ist nach Moskau geflohen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er heute in der Lubjanka ist. Er weiß zu viel über unser Berliner Netzwerk. Ich denke an vorzeitigen Ruhestand. Verstanden. Wir treffen dich am Kellereingang, sobald du den Bunkerschlüssel hast. Genosse Belikov, wir werden oben im Konferenzraum erwartet. Minister Gorbatschow vom Zentralkomitee ist hier. Tut mir leid. Sie werden morgen wiederkommen müssen. Hey, Vasil. Ist der General schon vorbeigekommen? Es wäre ein Kontrollator. Warst du schon mal im Boden? Genosse Belikov, setzen Sie sich. Generalsekretär Brezhnev hat Interesse an der neuen Sicherheitssituation. Es gibt einen Maulwurf im KGB. Das Komitee will, dass jemand von der ersten Hauptverwaltung die Untersuchung Oberst Kravchenkos überwacht. Falls Sie ihn noch nicht kennen, das ist Imran Sakajew. Vielen Dank, Minister Gorbatschow. Danke Ihnen allen für den warmen Empfang. Es gibt keine größere Tragödie als ein von Ihnen zerstörtes Heim. Vertrauen in einer Familie ist heilig. Offenbar teilen nicht alle Ihre noblen Ansichten. Genosse Belikov, als Sicherheitschef setzen Sie alles daran, diesen Maulwurf aufzuspüren. Wie weit sind Sie? Ja, und wenn wir mit diesem Maulwurf fertig sind, liegt er unter der Erde wie sein Namensvetter. Für den Moment will ich stärkere Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker. Sakajew, haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Wir sollten den Zugang beschränken. Außerdem würde ich Sie alle gerne besser kennenlernen. Ich will Ihre Hoffnungen kennen, Ihre Ängste und Ambitionen. Tun Sie das, aber ohne zu starke Störungen des Ablaufs. Und Sie, Belikov? Beginnen. Wem würden Sie in dieser Lage noch Zugang zum Bunker erlauben? Genosse Belikov, Entschuldigung, auch Ihr Bunkerzugang wurde aufgehoben. Sind wir lieber vorsichtig, was? Minister Gorbatschow, ich halte es für das Beste, wenn General Charkow momentan den einzigen Bunkerschlüssel hat.
Nun gut, kümmern Sie sich. Sorgen Sie sich nicht weiter. Ich habe angeordnet, die Bunkerschlüssel einzusammeln. Genosse Belikow, wir sind in großer Gefahr durch die Kapitalisten. Unser Kollektiv, unsere ganze Art zu leben, steht auf dem Spiel. Der Verräter wird gefangen. Und er wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Belikow, Sie können gehen. Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel, aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Warst du schon mal in Polen? Genosse? Der Bereich ist abgesperrt. Genosse, was kann ich hier entdeckt werde, fliege ich auf. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Jetzt muss ich die Leiche verstecken. Ich brauche einen Bunkerschlüssel für Adler, sonst kommt er nicht an den Tresor. Ach, leider ist Charkov nun der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Genosse, was kann ich tun? Tut mir leid, Genosse Belikow, aber Sakajew hat die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Sie brauchen die Erlaubnis der Kommandozentrale. Tut mir leid, aber das geht nicht. Sakajew würde mich aufknüpfen. Wie wichtig ist es, diese Spur zu verfolgen? Eine Zigarre würde mich ablenken. Ich bin sicher, dass Sie in einem der Büros fündig werden. Genosse? Der Wachmann lässt mich nicht rein. Ach, ich muss das Gewünschte besorgen. Oder ihn ausschalten.
Genosse, was kann ich tun? Hervorragend, aber ich weiß von nichts. Genosse? In der Dateneingabe könnte ich diese Blanko-Schlüsselkarte als Bunkerschlüssel programmieren. Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Laden. Ach, Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Hier, Belikov. Schick dein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort!
war nicht sicher, ob du Wort hältst. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Tam. Janosch, ne zaprodiu und dwe. Нету никакво оправдание тоа, некомпетентно си. У нас е сочен строги протоколи. Што вие то придут прати, понятно? Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobol. Zieh dich um. Hier, Waffen und Schlüsselkarte sind in der Tasche. Na los, hier entlang. Sind wir im Bunker? Gibt's kein Zurück. Товариш, морше пусти с нас. Ладно. Keine Metalldetektoren für uns, wir gehen außen rum. И куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех, без исключения. Вы должны пройти досмотр. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Вайтон мне на коридимности. Дайте нам пройти. Не принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. Товарищ, ты нужен за Каеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Опоставичи, Беликов. По-моему, здесь нет. Пойдем. Просьба выполнять все указания сотрудников службы безопасности. Bring uns runter. Когда вы прибыли? А, конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал.
какое совпадение. Я как раз над ним наприем. Обязательно передам ему привет от вас. Vor solchen Arschlöchern müssen wir uns hüten. Ausrüsten. Die werden sich nicht über uns freuen. Auf mein Zeichen. И прежде чем Кравченко успеется... Оружие на землю! Трезор. Evakuierung sichern. Ein Gaskanister in den Schacht. Schnell, platzier das Gas. Gut, gehen wir zum Tresor. Bleibt nicht viel Zeit, bevor sie durchbrechen.
Das ist die Liste, Ben. Kopier sie auf eine Diskette. Uns läuft die Zeit davon, Bell. Die schneiden sich durch die Tür. Sie sind fast durch die Tür durch. Bereit machen. Sie kommen. Zeit für Plan B, Bell. Aktiviere das Gas. Lass die Waffen fallen und ergeht euch, sonst stirbt er. Wenn wir loslegen, zieh Bellikopf eine Maske über und ist über Deckung. Riegeln das Gebäude ab. Wir müssen uns rauskämpfen. Brauchen schwere Ausrüstung. Da weiß ich wo, mein Freund. Bei dem Aufzug, mit dem Sie mich runtergebracht haben, sind schwere Waffen. Wir wollen
Sind, haltet immer auf dem Hof zu. Macht die Ladung bereit, Bell. Los geht's, Bell. Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau ein Mordschaos verursacht. War es das wert? Edler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Wollen Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt. Das ist es. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba. Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück.